Hallo und willkommen zu meinem neuen Projekt The Gray. Ich habe es bereits am Ende von Black Mesa angekündigt. Ich habe einen sehr schönen Mod gefunden für Half-Life 2. Mal wieder, ganz toll, ne? Diesmal aber im richtig schönen Horrorbereich. Und dieses Spiel, ich habe mich ein bisschen darüber informiert. Es soll so ein bisschen eine Mischung sein aus Silent Hill und Condemned. Oder Condemned, keine Ahnung, wie es ausspricht, weiß ich. Und ja, das fand ich sehr interessant. Habe mir ein Video angeguckt. Habe mir aber nur die ersten paar Sekunden angeguckt und dachte gleich, boah, das musst du spielen. Und deswegen spielen wir das jetzt. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, eigentlich sollte jetzt nach Black Mesa erst Code Veronica X weitergehen. Aber irgendwie hatte ich jetzt Bock auf dieses Spiel. Und Code Veronica ist ja noch dort. Ist ja noch da, ist ja nicht weg. Und das wird dann, ich weiß ja nicht, wie lange dieser Mod geht, aber naja, auf jeden Fall werden wir erstmal diesen Mod spielen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt allen viel Spaß. Und da an diejenigen, die jetzt sagen, das Video hat eine scheiß Qualität, bis das Video hundertprozentig verarbeitet ist, kann es manchmal Tage dauern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist auch das Merkwürdige, manche Videos haben Render, die in 720p gerendert sind. Und ich rendere immer gleich. Und manche Videos haben keine Render auf YouTube. Ich weiß nicht, warum das so ist. Obwohl alle dieselben, naja, Eigenschaften haben. Egal. Hofft einfach, dass es nach, naja, spätestens einem Tag komplett verarbeitet worden ist, sodass es gut aussieht. So, und jetzt beginnen wir. Ich habe mal Untertitel angemacht. Ich weiß nicht, ob das Spiel Untertitel unterstützt oder nicht. Wir haben auf jeden Fall ein richtig krasses Tattoo auf unserem Arm. Will ich auch haben. Und wir stöhnen ein bisschen. Und der Anfang dieses Spiels ist extrem düster. Also dunkel. Und hier, guckt euch das mal an. Woher kommt das Licht? Seht ihr eine Lampe? Ich sehe keine. Naja, egal. So. Wir sollten alles genau untersuchen, denn ich habe das Spiel kurz angespielt. Die Gegenstände in diesem Spiel sehen sehr unscheinbar aus und klein und die sieht man nicht sofort. Und deswegen muss man extrem aufpassen und hier latschen wir schon durch. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Spinnenweben oder Nebel oder... Ich weiß es nicht. Und die ersten paar Minuten, wo ich es angespielt habe, muss ich sagen, haben mir schon sehr, sehr gut gefallen. Das Spiel erinnert wirklich sehr an Silent Hill. Jetzt vielleicht noch nicht, aber gleich auf jeden Fall. Wenn man sowas zum Beispiel sieht. So. Und wir wandeln immer tiefer in die Finsternis. So ein bisschen wie... da unten ist jemand. So ein bisschen so wie James in Silent Hill 2. Kommt mir das hier mal vor. Wow, was war das? Ja. Also wenn das nicht an Silent Hill erinnert oder an sonstige Horrorschocker, dann weiß ich auch nicht. Ups, dieser Gang ist ein bisschen deformiert. Und der Horror steigert sich. Leider weiß ich jetzt in den... Also ich habe die ersten zwei Abschnitte gespielt. Deswegen weiß ich schon, was passiert. Ist ein bisschen schade jetzt, aber... ihr wisst noch nicht, was passiert. Hier müssen wir auf jeden Fall Blöcke in die Wand drücken. Ich weiß nicht mal genau, wie viele. Ich glaube, 5 oder 6. Den haben wir schon. Auf jeden Fall finde ich die Grafik in diesem Spiel echt gut und auch die, naja, ne,
Die Wesen hier, die sehen sehr, sehr, sehr creepy aus. So. Das erste Kapitel haben wir geschafft. Mein Kopf war am, ja, Pounding. Ich hatte Kopfschmerzen. Meine Hände haben automatisch Scrubbing themselves, sich selbst gerieben oder so, keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht. Die Bar war sehr ruhig, still und keine Ahnung, even. Haben sie geschlossen, während ich auf der Toilette war. Ich habe mein Zeitgefühl verloren. Ich musste herausfinden, wo alle sind, wo alle plötzlich hin verschwunden sind. Zurück zur Normalität. Ja. Und weiter geht das. Ich habe wieder meine tolle Eieruhr gestellt, die mir sagt, wann meine 15 Minuten Aufnahmezeit vorbei sind. Dann werde ich wieder automatisch auf dem Desktop befördert mit einem Geräusch. Und ja, ich werde heute jetzt nur 45 Minuten spielen. Was ist das denn? Das hatte ich beim ersten Mal nicht gefunden. Anita's Dots. Puppen. Sehr interessant. Findet ihr ihn auch stylisch, wie er die Türen aufmacht? So, komm her, du Türknauf. Also wer immer diesen Mod erfunden hat. Did they close up? Wer immer diesen Mod entwickelt hat, war sehr, sehr gut. Und hat sehr viel Ahnung. Denn hier passt bis jetzt alles. Grafik, Sound, Soundeffekte, Musik, Soundeffekte. Und der Synchronsprecher hier von der Hauptfigur ist auch sehr, sehr gut. Besser als aus manchen anderen Spielen. Hier gibt es, glaube ich, nichts. Das ist eine versteckte Puppe. Back door is locked. Maybe the keys are in the office. Let's go to the office. Fucking hell yeah. So. Ja, wir müssen Büro, ne? Managerbüro, keine Ahnung. Und hier liegt ein ganz kleiner, dezenter Schlüssel. Sonst gibt es hier nichts, deswegen machen wir uns auf den Weg. Keine Sorge, ich werde euch sagen, ab wann das Spiel blind ist. Ja. So. I feel like I should go to the repair shop. Might be someone there who can help me. I hate it, but the service tunnel under the house is the shortest way there. Ich wollte vorher noch woanders vorbeigucken. Hier zum Beispiel. Aber ich meine, hier ist alles dicht. Schöner Sternenhimmel übrigens. Das heißt, wir sind wahrscheinlich nicht in einer alternativen Realität. Aber ich kann das noch nicht genau sagen. Someone jammed the lock. I'll need to cut it off. Maybe I'll find something useful in the tool shop down the alley. Yep. Das machen wir doch grad. Der befindet sich hier. Und hier gibt es, glaube ich, nur... Boss sent me here to get some replacement drill bits once.
Wo war das noch? Ich meine hier. Jupp. Excellent. A bolt cutter. Den kann man leider nicht als Waffe benutzen. So. Was steht da jetzt? Die Notiz auf dem Fußboden hatte mich erstarren lassen. Bla bla bla. Irgendjemand wusste, dass es für mich bestimmt ist. Hat es bestimmt dort platziert. Hat wohl auf meine Ankunft gewartet. Der Brief gab nur einen einzigen Hinweis, eine Adresse. Kam mir irgendwie bekannt vor. So. Wir sind fast... Gute Effekte. Wir sind fast dort angekommen, wo ich nicht mehr Bescheid weiß. Ups. Ah, hier gab's doch was. Hier gab's was ganz Tolles. Irgendwo. Ich hatte es auch schon gefunden, aber... Aber genau, laufe ich gerade zurück? Tatsache. Interessant. Eine Taschenlampe. Oh, I hope this flashlight has batteries. Mhm. Zum Glück hat sie das. This. Und ab hier ist es blind. Hier rein? Tatsache. Was ist das denn hier? Sieht aus wie Heilungszeug. Bin aber noch nicht verwundet. Na. Ups, ein weiterer großer Bereich, wo eventuell Sachen versteckt sein könnten. Ich müsste langsam mal meine Uhr piepen. Ja, hier muss irgendwas Krasses passiert sein, denn irgendwie... Naja. Ups, was ist das denn hier? Kann man da nicht rein? Schade. Da arbeite ich bestimmt. Was haben wir hier? Last year when I got out of the halfway house, the streets were much cleaner, but now. Okay, also ist anscheinend auch ein bisschen Zeit verstrichen. Und das Auto läuft sogar noch. Aber naja. Wir wissen nicht, was passiert ist. Kann man hier zufällig rein? Nö. Dann müssen wir hier durch. Durch diese schöne vertrauenserweckende Gasse. Na, siehst du. Und wir sind drin. Hallo? Is anybody there? Hallo? Hm. Und hier ist auch alles dunkel. Naja. Hier gibt es zwar Lampen, aber hier wirkt trotzdem alles so ein bisschen trist. Und... gruseliger Gang wahrscheinlich. Was ist das hier? Storage. Hier finde ich doch bestimmt jetzt mal eine Waffe, oder? Ich fühle mich so hilflos. Ich habe immer Angst, dass jetzt was um die Ecken springt und ich mich nicht verteidigen kann. Das war mir noch nicht so gut. Aber ich sehe nichts. Ups, da ist die Uhr. Alles klar, das war Part 1.